Die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Die Bibel zeigt uns, wer Jesus ist und wer Gott ist. Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass das Wort lebendig ist und Kraft hat, dich zu verändern. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, die Bibel wirklich täglich zu lesen, um herauszufinden, wer Gott wirklich ist. In der Bibel gibt es so viele Schätze. Und wie kommen wir an diese Schätze ran? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und dazu gibt es das Bible Mining. Viele Schätze liegen aber nicht einfach nur an der Oberfläche, sondern sie sind nur zu erreichen, wenn wir wirklich die Bibel nicht nur lesen, sondern auch studieren und wirklich sehr tief in das Wort Gottes einsteigen. Und ich möchte euch zwei Erkenntnisse mitgeben, die ich beim Bibelstudieren hatte. Ich durfte im Buch der Richter durch mein Farbsystem herausfinden, dass die Gnade Gottes immer größer war als die Sünde des Volkes. Ich habe mir angestrichen, wo das Volk böse war. Ich habe mir angestrichen, wo Gottes Gnade groß war. Und durch dieses Verhältnis durfte ich lernen, dass Gottes Gnade immer größer war als die Sünde des Volkes. Auch gerade bei kontroversen theologischen Themen ist es für mich sehr wichtig geworden, die Bibel tiefer zu studieren. Manchmal lohnt es sich, nicht bloß eine Aussage zu lesen, gerade in Bereichen wie Frauenpredigen oder Kopfbedeckung. Für mich war es wichtig, da wirklich nicht nur die Bibel in einem Wort festzuhalten, sondern wirklich im gesamtbiblischen Kontext zu schauen, was will Gott mit der Aussage eigentlich sagen. Und gerade dafür lohnt es sich, die Bibel wirklich nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu studieren und tief in das Wort Gottes einzusteigen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Wir möchten mit euch gemeinsam die Bibel studieren und die Tools anwenden, um tiefer in den Philipperbrief einzusteigen. Guten Morgen. Hey, voll cool, dass ihr dabei seid beim Bible Mining und Bock habt mit uns, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern auch zu studieren. Voll cool, dass ihr euch die Zeit nehmt, tiefer ins Wort Gottes einzusteigen. Kim. Sorry. Wer bist du eigentlich? Erzähl mal. Ja, hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist so cool, dass ihr heute alle diesen Weg hierher gefunden habt. Wer hat Bock auf Bible Mining? Yes, mein Name ist Kim. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem schönen Schwabenland. Irgendwelche Schwaben hier? Jawohl. Wir haben immer sehr viele Schwaben hier, das ist richtig cool. Ich lebe gerade aber in Frankfurt und mache da, yes, und gründe da ein Hausgemeindenetzwerk und nebenher bin ich Theologin und arbeite in Gießen an einer Hochschule. Jasmin, wer bist du? Yes, ich bin Jasmin, ich bin 26, komme aus Hamburg, aber wahrscheinlich sind hier voll viele heute. Vielleicht kennt ihr mich von meinem Instagram-Account Liebe zur Bibel. Ich bin eigentlich Kommunikationsdesignerin, studiere jetzt aber auch Theologie und ich liebe es, Gottes Reich zu bauen und wirklich Menschen von der einzigen Hoffnung zu erzählen, die es gibt, und das ist Jesus. Come on. Und damit ihr euch auch besser kennenlernt, wollen wir euch kurz bitten, euch zu eurem Nachbarn zu drehen, rechts oder links neben euch, und eine Frage zu beantworten. Und zwar, was ist euer Lieblingsbuch oder Lieblingsvers in der Bibel und warum? Ihr habt dafür 60 Sekunden Zeit und es läuft ab jetzt. Okay, sehr cool. Ich sehe, ihr seid noch rege am Besprechen. Ihr könnt das nachher auch nach der Veranstaltung gerne weiterführen, diese Gespräche. Und ich sehe auch, es kommen noch ganz viele Leute. Richtig cool, dass auch ihr alle da seid. Kommt gerne einfach rein. Und vielleicht können alle, an deren Tisch noch ein Platz frei ist, mal kurz die Hand heben, dass Leute wissen, wo sie sich noch hin platzieren können. Am besten kurz einfach die Hände oben lassen. So noch ungefähr 30 Sekunden.
Und ihr könnt mal gucken, überall, wo Hände oben sind, da sind noch freie Plätze, setzt euch gerne dazu. Ja, schön, dass ihr da seid. Wie Jasmin schon in dem Video gesagt hat, ihr könnt die Hände runternehmen, geht es hier um das Thema Bible Mining. Wir wollen also wirklich tief in die Bibel reingehen, so richtig tief graben. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass die Bibel nicht nur irgendein langweiliges Wort ist, das über tausende von Jahren alt ist, sondern dass sie das lebendige Wort Gottes ist, das heute relevanter ist denn je. In der Bibel können wir Gott entdecken, können wir mehr von dem entdecken, wer Gott ist, wie er die Welt geschaffen hat, wie wir sind. Und wir können erleben, was es bedeutet, ein Leben nach Gottes Maßstäben, nach Gottes Prinzipien zu führen. Und genau deshalb ist es so wichtig, die Bibel mehr und mehr zu verstehen und sie auch im Alltag zu lesen, damit wir sie auch anwenden können. Das wollen wir jetzt machen. Wir wollen euch Werkzeuge an die Hand geben, damit ihr das nicht nur auf dem Christival besser lesen und besser verstehen könnt, sondern auch zu Hause in eurem ganz normalen Alltag. Gottes Wort ist heute relevanter denn je und er spricht auch heute noch. Ja, und wir glauben auch, dass Jesus allein heilig ist, dass er keine Sünde mit sich trägt, dass er anbetungswürdig ist. Und deswegen wollen wir gleich in den Worship starten mit dem Team von Chris und Henny, die jetzt schon auf die Bühne kommen. Danke, dass ihr dabei seid. Und wir wollen wirklich nochmal vor Gottes Thron kommen und ihm diesen Morgen geben, weil er wirklich unsere Herzen bewegen muss, dass das Wort Gottes wirklich tief in unsere Herzen fällt. Und deswegen starten wir mit Gebet. Und jetzt, let's go. Danke, Jesus, für den Morgen, Gott. Ich danke dir dafür, dass die Leute da sind, die da sein müssen, die du hier haben möchtest heute Morgen, Gott. Und ich bete einfach, dass wir wirklich tief in dein Wort einsteigen dürfen, Gott. Ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass du, Jesus, durch dein Wort sprichst. Heiliger Geist, ich bete für offene Herzen, für Böden, wo wirklich das Wort tief eingepflanzt wird, Gott. Ich bete, dass wir wirklich was mit rausnehmen, dass wir wirklich erkennen, Jesus, du allein bist würdig und du bist in der Schrift erkennbar. Du offenbarst dich im Wort Gottes, Herr. Ich bete, dass wir dich kennenlernen dürfen heute und dass du heute zu uns sprichst, wenn wir dein Wort lesen, Jesus. Begegne du uns. Amen. Wir haben noch zwei Personen mit hier auf die Bühne gebracht. Zum einen den Philipp Bartholomä, nein, Professor Dr. Philipp Bartholomä, so. Und Bernd, sorry. Hey, wir freuen uns voll, dass ihr heute da seid. Du wirst uns heute durch den Morgen führen. Und von dir hören wir nachher noch einen kleinen Impuls. Da freuen wir uns voll drauf. Und um euch so ein bisschen mehr kennenzulernen, stelle ich euch jetzt zwei Fragen. Und Philipp, mit dir fangen wir an. Was ist dein Lieblingsbuch aus der Bibel und warum ist es das Lieblingsbuch von dir? Das ist eine schwere Frage. Ich würde mich für die Psalmen entscheiden, Altes Testament, weil die so schön alle möglichen menschlichen Emotionen zum Ausdruck bringen. Freude, Klage, Zweifel, Dankbarkeit. Und das hilft mir manchmal beim Beten. So, wenn mir die Worte fehlen, dann greife ich zu den Psalmen und bete mit den Psalmen. Und das macht große Freude. Ja. Und hast du persönlich ein theologisches Thema, wo du sagst, dafür brennt dein Herz ganz besonders doll? Also ich bin ja praktischer Theologe und da liegt mir der Gemeindeaufbau besonders am Herzen. Also die Frage, wie können wir heute in einer säkularen Zeit, wo die Leute keinen Plan mehr haben von Jesus, von Glaube, von Christentum, wie können wir da Gemeinden bauen, die relevant sind, nah an Gottes Herz und nah bei den Menschen. So, dafür schlägt mein Herz. Voll cool. Danke. Du warst 13 Jahre Pastor in der Gemeinde und hast dann entschlossen, an die FTH Gießen zu gehen. Ja. Du bist da jetzt Professor. Voll cool, dass wir dich heute dabei haben dürfen. Hey, auch cool, Bernd, dass wir dich heute dabei haben dürfen. Und uns würde es voll interessieren, was verbindet dich eigentlich mit dem Christival? Weil du bist ja länger schon dabei, oder? Ich darf das gar nicht sagen, wie oft ich schon auf dem Christival war. Also geht bitte jetzt deswegen nicht. Ich bin das fünfte Mal auf dem Christival. 7 gibt es davon erst. Also 96 war ich zum ersten Mal in Dresden. Wer hat denn 96 schon gelebt? Dünnt sich's aus. Ja. 10 Stück. Und 10 ich Stück. Bin beim Christival-Vorstand, das heißt, seit 5 Jahren darf ich dieses geile Festival vorbereiten und ich bin total dankbar, dass ihr da seid und viele tausend mehr. Ja, richtig cool. Mega. Und was uns auch noch interessieren würde, warum liest du gerne die Bibel?
Ja, ich habe mir selbst mal irgendwie drei Bilder eingeprägt. Das hilft manchmal, gell? Wenn man älter wird, dann wird man vergesslicher, warum man bestimmte Dinge tun sollte. Und ich habe einfach mal gesagt, die Bibel ist für mich wie so ein Spiegel, in dem ich besser erkennen kann, wie ich bin, wie ein Licht, was mir Wegweisung und Orientierung gibt und wie ein Wendehammer, wo ich jederzeit umkehren kann und meinem Leben eine neue Ausrichtung geben kann. Und ich merke, diese Bilder geben mir ungemein viel Kraft und Leidenschaft, immer wieder tief in der Bibel zu bohren. Hey, voll gut. Voll schön, dass ihr dabei seid. Cool. Ben, du darfst noch mal für einen Moment Platz nehmen. Philipp, du kannst gleich auf der Bühne bleiben. Von dir hören wir gleich was. Ihr habt auf euren Zetteln vielleicht schon, auf euren Tischen vielleicht schon so einen grünen Zettel entdeckt, wo Slido draufsteht. Slido ist eine App, bei der ihr entweder die App könnt ihr herunterladen oder euch im Internet registrieren, über den QR-Code einfach scannen. Ihr werdet im Laufe der Veranstaltung die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Also alle Fragen, die nachher so bei der Bibelarbeit aufkommen, könnt ihr hier loswerden. Und wir geben unser Bestes, um alle Fragen schriftlich oder nachher auch im Laufe von Philipps Input zu beantworten. Und ihr könnt da gerne auch euren Namen dazu hinschreiben. Manche mögen das ja nicht so gerne, aber es ist dann einfach ein Stück weit persönlicher. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann ist es gar kein Problem. Ihr könnt die Antworten unbedingt auch nachverfolgen. Also wenn ihr eine Frage gestellt habt, dann guckt immer mal wieder rein, ob schon jemand eine Antwort gegeben hat. Und wenn ihr eine Frage richtig gut findet, dann könnt ihr die sogar liken. Und das führt dazu, dass die Frage quasi ganz nach oben rutscht und wir sie auf jeden Fall sehen. Also wenn ihr eine richtig gute Frage seht, dann klickt auf jeden Fall auf das Herz. WLAN-Code müsste auch oben eingeblendet sein, also ihr könnt euch gleich ins WLAN einloggen und dann würde ich sagen, Philipp, du hast das Wort, Bühne frei für dich. Danke, guten Morgen. Ich habe eine Entweder-Oder-Frage für euch. Theologie, cool oder uncool? Okay, die, die cool gesagt haben, liegen richtig. Denen, die uncool gesagt haben, versuche ich das nochmal zu erklären. Ihr habt hier Chris gesehen, ne? Unseren Bandleader. Ja? Also richtig cool, oder? So diese Mütze hätte ich auch gern, einfach cool, hat eine eigene Band, hat eine coole Mütze. Was ihr nicht wisst, ist, Chris ist Theologe. Ja, das weiß ich deshalb, weil ich habe seine Bachelorarbeit korrigiert. Note könnt ihr ihn ja mal fragen. Aber das ist für mich der ultimative Beweis, dass Theologie cool ist, dass Bibelstudium cool ist. Nicht nur lebensverändernd, das auf jeden Fall, aber auch spannend und auf keinen Fall trocken und langweilig. Und deshalb hoffe ich, dass ihr euch freut, dass wir heute Morgen gemeinsam vielleicht ein bisschen lernen, wie man die Bibel auch im Alltag tiefer verstehen und tiefer studieren kann. Es geht bei Bible Mining hier ums Bibellesen. Und da müssen wir zunächst mal verstehen, dass die Bibel ja interessanterweise ein Buch ist, das aus mehreren Büchern besteht. Es ist ein Buch, wir glauben, dass Gott der Autor ist, dass es Gottes lebendiges, inspiriertes Wort ist. Er hat es eingegeben, aber es sind ganz viele Bücher. Wer hat mal nachgezählt, wie viele Bücher in der Bibel? 66, nice. 66 Bücher, die unterschiedlichen Literaturgattungen, so nennt man das, angehören. Da gibt es zum Beispiel Erzähltexte, im Alten Testament, ja, da geht es um das Volk Israel, die Stories, die die erlebt haben und so weiter. Es gibt prophetische Texte, das ist nochmal eine ganz andere Gattung. Es gibt poetische Texte, Lieder, Gedichte, die Psalmen zum Beispiel. Es gibt apokalyptische Texte, Offenbarung am Ende des Neuen Testaments. Es gibt die Evangelien, ja, das Leben Jesu wird da beschrieben. Und es gibt Briefe und manches andere mehr. Und wir haben es jetzt hier auf dem Crystal Way mit dem Philipperbrief zu tun, na, das habt ihr mitbekommen. Und bei einem Brief müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn da wichtig? Wie lesen wir Briefe? Je nachdem, welche Gattung, müssen wir sie anders lesen. Das ist euch klar, eine Gebrauchsanweisung müsst ihr anders lesen als eine Insta-Story. Ja, oder eine WhatsApp-Nachricht ist nochmal ein bisschen anders als ein Liebesbrief. Ja, oder ein Zeitungsartikel. Also wie lesen wir Briefe? Vier Dinge sind wichtig, wenn wir uns einen Brief nähern und den studieren wollen. Erste Frage, wer hat den Brief überhaupt geschrieben? Zweite Frage, an wen wurde der Brief geschrieben? Dritte Frage, unter welchen Umständen wurde der Brief geschrieben? Und viertens, warum eigentlich? So, und die vier Fragen möchte ich euch jetzt kurz beantworten. Dann steigen wir ein in unser persönliches Bibelstudium, wo ihr dann auch ein bisschen was arbeiten müsst. Also, wer hat den Philipperbrief geschrieben? Paulus, über den könnten wir jetzt stundenlang reden. Ja, ein ganz spannender Typ. Wichtig ist bei Paulus, dass er in seinen frühen Jahren
Christenverfolger war. Ja, also so die Leute, die an Jesus geglaubt haben, die Jesus nachgefolgt sind, die wurden ja relativ bald auch Christen genannt, ne, wegen Jesus Christus. So, und Paulus war jetzt einer, der gesagt hat, hey, das geht mir tierisch auf den Zeiger, die schikaniere ich und ich sorge sogar dafür, dass die ermordet werden. Ja, ich möchte diese Jesus-Leute einfach nicht haben. Und dann gab es aber im Leben von Paulus so einen radikalen Game-Changer, wo der auferstandene Jesus ihm begegnet, er war gerade unterwegs nach Damaskus, um ein paar mehr Christen sozusagen um die Ecke zu bringen, und Jesus begegnet ihm, der auferstandene Jesus, und auf einmal ist das komplette Leben von Paulus einfach so auf den Kopf gestellt. Komplett verändert, komplett anders, neue Ausrichtung, alles was bisher war, zählte gar nichts mehr. Es ging jetzt nur noch um Jesus. Und es gibt eine Stelle in unserem Philipperbrief, auch in dem Kapitel, das wir uns heute anschauen, Philipper 3, wo das ganz, ganz deutlich zum Ausdruck kommt, dieser Change, diese Veränderung im Leben von Paulus. Der Vers, ihr habt es in eurem Philipper-Booklet, auch hier vorne auf dem Slide, Philipper 3, die Verse 8 und 9. Da sagt Paulus: mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Andere Übersetzungen sagen Dreck. Es ist einfach nichts mehr wert. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. So, und hier merken wir einfach, dass Paulus jemand war, der Jesus geliebt hat, der für Jesus gebrannt hat, für den Jesus wirklich, wirklich alles war. Alles andere in seinem Leben ist komplett verblasst gegenüber diesem Leben, dieser Beziehung mit dem auferstandenen Jesus. Also das ist der Autor des Briefes, halten wir im Hinterkopf, Paulus, ja, mit diesem großen Change in seinem Leben. Zweite Frage, an wen wurde der Brief geschrieben? Der wurde geschrieben an eine Gemeinde im heutigen Griechenland in Philippi. So, und wir sehen es gleich hier vorne, ne, wo Philippi genau ist. Denkt einfach an euren nächsten Griechenlandurlaub. So, wir fliegen von Erfurt Richtung Süden, ne, schön ans Mittelmeer, da wo es warm ist, Philippi. Diese Gemeinde in Philippi hat Paulus selber gegründet, mit einem Team von Leuten Gemeindegründung gemacht. Und das Spannende ist bei Philippi, dass das die erste Gemeinde in Europa war. Weiß nicht, ob ihr das irgendwie so vor Augen hattet. Die erste christliche Gemeinde in Europa war die Gemeinde in Philippi. Da ging das Christentum, der christliche Glaube sozusagen, an den Start auf unserem Kontinent und ist dann durchgedrungen, ne, bis zu uns, selbst bis nach Schwaben und so. Ne? Also dort ging es los, Europa, Philippi, erste Gemeinde. Wie das alles dazu ging bei der Gemeindegründung, ist eine eigene ganz spannende Geschichte. Könnt ihr meine Apostelgeschichte 16 nachlesen, spoilere ich euch jetzt nicht. Macht euch mal eine Notiz, Apostelgeschichte 16. Richtig spannend, was da in den ersten Wochen der Gemeindegründung los war. Wichtig für uns zu wissen ist, Paulus hat zu dieser Gemeinde, weil er sie selbst gegründet hat, ein ganz inniges Verhältnis. Okay? Total warmherzig, er hat diese Gemeinde geliebt, die Leute dort, könnt ihr euch vielleicht reinversetzen, hast die Church gegründet, so. Klar liegt die einem besonders am Herzen. Die Gründung war so 50, 51 nach Christus. Den Brief schreibt er circa 10 Jahre später, ne? Also 10 Jahre nach der Gründung, so 61 nach Christus, schreibt er diesen Brief, und es ist jetzt enorm wichtig, dass wir verstehen, Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Ist nicht ganz sicher, wo er im Gefängnis war, aller Wahrscheinlichkeit nach in Rom, und die Frage ist jetzt, wie kam Paulus ins Gefängnis nach Rom? Kurz gesagt, er hat Jesus gepredigt, Jesus verkündigt, und viele fanden das nicht cool. Er war ja früher selber einer, der das nicht cool fand. So. Und jetzt ist er sozusagen auf der Seite. Er wird verfolgt, er kommt ins Gefängnis, weil die sagen, hey, du bist ein Aufrührer, du machst Revolution und so weiter. Und das passt uns alles nicht in den Kram. Aber Paulus hat noch eine Trumpfkarte im Ärmel und sagt, hey Freunde, ich bin römischer Bürger. So. Und ich möchte mich vor dem Kaiser in Rom verteidigen. Das war sein Recht als römischer Bürger. Und deswegen kam er nach Rom und wartet dort jetzt auf seinen Prozess. Und keiner wusste, wie das ausgeht.
ob er das überleben wird, war nicht klar. Und wir müssen uns jetzt klar machen, wenn wir den Philipperbrief lesen, Paulus schreibt diese Worte, die wir gleich studieren, aus einem Gefängnis, in einer wirklich leidvollen, notvollen Situation. Und das hilft uns, diese Worte tiefer zu erfassen und tiefer zu begreifen, was er da sagt und was ihm in dieser Situation wichtig ist. Letzte Frage, warum schreibt Paulus überhaupt diesen Brief? Ihr habt in eurem blauen Christabel Booklet auf einer der ersten Seiten ein paar Gründe aufgeführt, da gibt es mehrere, zum Beispiel wollte Paulus die Philipper darüber informieren, wie es ihm geht, ist klar, die haben sich Sorgen um ihn gemacht, er wollte sich für ihre finanzielle Unterstützung bedanken und das wird in unserem Text heute besonders deutlich, er will die Gemeinde in ihrem Glauben ermutigen, er feuert sie an sozusagen, sagt, hey, ihr lauft diesen Marathon des Glaubens und ich bin jetzt euer Cheerleader so und ich sage euch, hey, verliert das Ziel nicht aus den Augen, gebt weiter Gas, das lohnt sich, gebt nicht auf, bleibt dran und er sagt ihnen, Leute, um in dieser Welt als Christen treu und mutig und fröhlich und hoffnungsvoll und dankbar zu leben, um das zu tun, müsst ihr euch erinnern an die Hoffnung, die ihr habt, die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Und da steigen wir gleich noch ein bisschen tiefer ein. Wir werden uns heute Kapitel 3 aus dem Philipperbrief anschauen und unser Ziel bei Bible Mining hier ist letztlich, dass wir wollen euch ermutigen, selbst die Bibel zu lesen. Und zwar nicht nur oberflächlich im Vorbeigehen, hier mal ein Vers, der sich schön anhört und da mal ein Vers, der irgendwie ganz inspirierend klingt, sondern wirklich tief einzusteigen, so dass ihr zu Christen werdet, denen man nicht alles vorkauen muss, sondern die selber in der Lage sind, Gottes Wort zu durchdringen. Wir haben es Bible Mining genannt, weil es darum geht, Schätze zu heben, wirklich tief zu graben, in Gottes lebendigem Wort. Und es wäre richtig cool, wenn wir alle am Ende des Christivals mit dem Beter von Psalm 119 Folgendes sagen könnten. Ihr habt das hier vorne auf der Folie. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der fette Beute macht. Ich liebe diesen Vers. So, ich freue mich so sehr über dein Wort, Gott, wie jemand, der eine fette Beute macht, der einen riesen Schatz hebt. So. Und das wünschen wir euch und da wollen wir euch mit hineinnehmen. Und Jasmin wird uns jetzt in einem kurzen Video noch ein bisschen motivieren, das zu tun und wird mit uns ein paar erste Schritte gehen. Und nach dem Video sage ich euch dann, was ihr in den nächsten Minuten selbst an euren Tischen zu tun habt. Okay, viel Spaß beim Video. Ich stelle euch jetzt ein richtig cooles Tool vor, und zwar die BDA-Methode. Beobachtung, Bedeutung und Annahme. In der Beobachtung geht es darum, den Text einfach nur zu lesen, was steht geschrieben. Was steht geschrieben? Und das können wir mit zwei Methoden machen. Ihr seht die Lesezeichen vor euch. Wir haben einmal die Farbmethode und einmal die Symbolmethode. Und da könnt ihr aussuchen, welche Methode nehme ich, um einfach nur den Text zu beobachten. Es geht weniger darum, den Sinn rauszufinden, sondern mehr darum, was steht eigentlich im Wort. Als nächstes kommt es zur Bedeutung des Textes. Und da ist es wichtig, sich zu fragen, was bedeutet der Text? Was möchte Gott uns damit sagen? Da findet ihr Fragen für Rückseite des ersten Lesezeichens. Durch die Anregen, wirklich mehr herauszufinden, was bedeutet der Text? So was wie, wer ist Gott? Wie sind seine Charaktereigenschaften? Wer ist Jesus? Wer ist der Heilige Geist? Wie steht der Mensch in Beziehung zu Gott in der Bibel? Das sind Dinge, die du fragen kannst, um herauszufinden, was bedeutet der Text? Und zum Schluss kommen wir zur Anwendung. Wie kann ich das Gelesene praktisch in meinen Alltag anwenden? Wir möchten, dass Gottes Wort wirklich in uns fließt, sodass es wirklich in unserem Alltag einfließt, dass wir es in unserem Alltag wirklich etablieren können, dass wir wirklich das Leben, was wir lesen. Und das wollen wir lernen mit der Anwendung, weil wir gucken, wie können wir das wirklich in unser Leben ganz praktisch umsetzen. Das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Wir wollen tiefer einsteigen, ins Bibel lesen, aber auch ins Bibel studieren. Deswegen nehmt euch eure beiden Lesezeiten zusammen. Wir steigen jetzt tiefer ein ins Wort Gottes. Yes, das machen wir jetzt. Also, ihr habt auf euren Tischen erstmal so Boxen mit Buntstiften, okay? Die gehören euch, die könnt ihr auch nachher mitnehmen, okay? Kostenlos. Genau, dann habt ihr diese beiden Lesezeichen hoffentlich an euren Plätzen gefunden. So, da gibt es eins, da sind auf der einen Seite so ganz viele Symbole drauf. Okay, das ist eine bisschen komplexere Methode, mit der Bibel zu arbeiten. Dafür haben wir jetzt heute Morgen nicht die Zeit. Also das könnt ihr einfach in euren Rucksack packen und zu Hause euch nochmal anschauen und damit nochmal ein bisschen arbeiten. Wir nutzen heute dieses andere Lesezeichen, wo
auf der einen Seite so steht Gott Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist und so weiter. Und auf der Rückseite nochmal die Frage beantwortet ist, wie gehe ich vor beim Bibellesen. So, was wir noch brauchen ist euer Philipper-Booklet, wenn ihr das dabei habt, oder eure eigene Bibel, ist auch richtig cool. Ich bin total ermutigt, dass viele ihre Bibel vor sich haben. Da könnt ihr natürlich auch drin rummalen, dafür ist eine Bibel da. Und wenn sie irgendwann total zermalt ist, dann kauft man sich halt eine neue. Ja? Aber eigene Bibel ist immer super. Ansonsten Philipper-Booklet nehmen oder, falls ihr das irgendwie inzwischen verloren habt, irgendwo in der Straßenbahn, gibt es unseren Text von heute auch noch als Kopie am Tisch. Also irgendeinen Text braucht ihr, Philipper 3. Wir behandeln die Verse 12 bis 21, betont es deshalb, dass ihr nicht vorne im Kapitel anfangt, sondern die rechte Seite, okay, im Booklet die rechte Seite, Philipper 3, Vers 12 bis 21. So, und ihr sollt jetzt malen, okay? Und zwar auf folgende Art und Weise machen wir das heute mal, ein bisschen basic. Ihr seht es auch gleich hier vorne auf dem Slide. Wo ihr im Text etwas über Gott entdeckt, malt ihr das mal rot an. Wo ihr etwas über Jesus Christus entdeckt, malt ihr es blau an. Wo ihr einen Anspruch entdeckt, also das ist hier auf eurem Lesezeichen, die Frage, wozu fordert der Text mich auf? Ja, also wo steckt eine Aufforderung drin? Das markiert ihr gelb. Und dort, wo ihr einen Zuspruch findet, also alles, was Gott für uns getan hat, wo er uns ermutigt, wo er sagt, hey, das tue ich für euch so, das markiert ihr grün. Ja, also das sind so die Farbmarkierungen heute mal, rot für Gott, blau für Jesus, gelb für Anspruch, grün für Zuspruch. So werde ich es dann nachher auch von vorne hier markieren und dann sind wir alle irgendwie so auf demselben Level. Und dann noch zwei Dinge, überall wo euch etwas auffällt, wo ein Wort wiederholt wird zum Beispiel oder wo er sagt, hey, das scheint mir wichtig zu sein, aber das verstehe ich gar nicht auf den ersten Blick, ja, dann macht ihr so einen Kringel drumherum, ja, Auffälligkeiten markieren, ne, mit so einem Kreis, einkreisen einfach. Und dort, wo ihr das Gefühl habt, hey, der Vers, der hängt mit dem Vers vorher zusammen. Oder dieser Textteil hängt mit dem anderen Textteil zusammen, da könnt ihr dann so einen Pfeil machen und so eine Querverbindung markieren. Ja, weil Paulus haut ja nicht so einfach unverbundene Sätze nebeneinander raus, sondern es hat ja so einen gewissen gedanklichen Flow und da ist es wichtig, dass wir die Querverbindungen verstehen. Ja, und so steigt ihr jetzt mal ein in diesen Text, Philipper 3, 12 bis 21, so eine knappe Viertelstunde habt ihr Zeit, einfach intensiv mal zu graben. Wie gesagt, ihr dürft Fragen stellen, aber ich würde euch jetzt ermutigen, eher mal so richtig euch auf den Text zu konzentrieren, ne? Und Fragen machen wir auch, ist klar, ist auch wichtig, versuchen die schriftlich zu beantworten und dann werde ich euch gleich mal anhand einiger Verse von hier vorne versuchen vorzuführen, was ich markiert habe. Es gibt da kein richtig oder falsch, ja? Also legt einfach mal los, macht eure Erfahrungen, es wird richtig cool und dann hören wir uns gleich wieder. Ja? Viel Freude!
egal wie weit ihr gekommen seid, ne, ist ja keine Prüfung, geht nicht um Perfektion. Ist auch übrigens gar nicht schlimm, wenn auch Fragen offen bleiben beim Bibellesen. Ne, ich habe jetzt schon ein paar Jahre Bibellesen und Studium hinter mir und es gibt Fragen, die immer noch offen sind. Ja, aber gute Fragen an den Text zu stellen, ist der Anfang eines tieferen Verständnisses, selbst wenn manche Fragen noch eine Weile offen bleiben, wenn ich sofort eine Antwort habe. Es gibt gute Studienbibeln, die da manches beantworten, Bibellexika und so. Sowas ist cool, wenn man es zu Hause hat, gibt es alles inzwischen auch digital. Ganz viele gute Tools. So, ich nehme euch jetzt mal kurz mit hinein in das, was ich da so im Text mir ermalen würde. Ja, ist nicht schlimm, wenn ihr es ein bisschen anders gemacht habt, es gibt da kein richtig oder falsch. Aber wir steigen da jetzt nochmal so ein bisschen ein, können nicht alle Verse covern heute Morgen, aber nehmen uns jetzt mal die Verse 12 bis 14, 17 und 20 bis 21 vor, auf die konzentriere ich mich jetzt mal und gucken mal, was wir da noch rausholen können. Also, ich habe schon ein bisschen, ihr seht es gleich hier vorne, ein bisschen strebermäßig vorgemalt und habe jetzt mal nicht mit den Farben angefangen, sondern so mit meinen schönen Auffälligkeitskreisen. Und da stellt man fest, in Vers 12 und 13, da gibt es zweimal das Wort nicht. Ist ja eigentlich ein unspektakuläres Wort, aber es kommt halt zweimal vor. Das könnte einem auffallen. Also umkreist man das mal und es gibt zweimal das Wort aber. Also Paulus redet zweimal von etwas, was er nicht tut. Und dem stellt er etwas gegenüber, was er tut. Also das eine tue ich nicht, aber ich tue das andere. Ne? Und da habe ich dann diese Querverbindungspfeile mal links mir hingemalt, dass ich merke, die zwei Sätze mit nicht, die gehören zusammen und die zwei Aber-Sätze gehören zusammen. Und dann gibt es da noch ein paar andere auffällige Wörter, das ist euch bestimmt ins Auge gestochen, da ist ganz oft von Ziel die Rede, einmal, zweimal Ziel, da unten ist nochmal ein Ziel, dann geht es ständig um Laufen, ne? Ich laufe auf das Ziel zu, ich laufe auf das Ziel zu, es wird wiederholt, das heißt, es scheint Paulus irgendwie richtig wichtig gewesen zu sein, ich laufe auf das Ziel zu. Und jetzt springen wir kurz in Vers 15, da steht, folgt meinem Beispiel, ne? Und das ist eine relativ klare Aufforderung an uns. Ja? Paulus sagt, folgt meinem Beispiel, macht es so wie ich. Man denkt dann immer, hey Paulus, das ist ja ein bisschen ein arrogantes Statement. Ja? So, hey, mach es einmal wie ich, ne, weil ich kann's oder so. Aber Paulus meint immer, folgt meinem Beispiel so wie ich Jesus folge. Das ist immer sein Ding. Ne? Also der war jetzt nicht mega stolz, sondern er wollte die Philipper und uns ermutigen, das zu tun, was er tut in der Nachfolge von Jesus. Deswegen habe ich das gelb markiert. Folgt meinem Beispiel. Jetzt ist natürlich die Frage, um welches Beispiel geht es da? Was sollen wir denn machen? Naja, genau das, was Paulus hier oben angesprochen hat. Ne? Dieser ganze Teil. Wir sollen das nicht tun, was Paulus nicht tut. Und wir sollen das tun, was Paulus tut. Und das müssen wir uns dann ein bisschen genauer anschauen. Also was tut denn Paulus nicht? Er sagt hier in Vers 12, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe und er bildet sich nicht ein, dass er alles schon geschafft hat. Das ist Vers 13. Na, und mir fällt jetzt noch auf hier oben, das alles, ja was meint er denn mit das alles? Er meint damit, sozusagen, könnten wir noch so einen Pfeil nach vorne machen hier. Er meint das, was er direkt vorher gesagt hat. Und da könnt ihr nochmal in euren Text reinschauen. Das ist dann Philipper 3, die Verse 10 und 11. Da steht, ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Also ich möchte Christus erkennen, das ist das große Ding. Und Paulus sagt hier jetzt, aber ich bin da noch nicht. Ich bin da noch nicht. Ich habe Jesus ein Stück weit erkannt, dafür bin ich mega dankbar, aber ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ich habe immer noch große Sehnsucht, mehr von Jesus zu erfahren. Weil Jesus kennenzulernen auch nie langweilig wird. Und das ist so die große Ermutigung, warum wir in Gottes Wort lesen sollten. Es wird nie langweilig. Dieses Wort ist so tief und so reich. Es hört nie auf, auch nach vielen, vielen Jahren. Ja,
Könnt ihr Bernd fragen, könnt ihr mich fragen, könnt ihr die Älteren unter uns fragen. Es wird echt nicht langweilig, weil es so tief ist. Und das drückt Paulus hier aus und sagt, hey, ein reifer Christ wird nie sagen, hey, ich habe schon alles erreicht. Ich habe alles gecheckt, ich bin total zufrieden. Sondern ein reifer Christ hat immer eine gewisse, ich nenne das eine heilige Unzufriedenheit. Nach mehr von Jesus. Das heißt, wenn ihr mehr Sehnsucht habt in eurem Leben, ist das was richtig Gutes. Ein reifer Christ hat große Sehnsucht, mehr von Jesus zu entdecken. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Paulus erkennt demütig an, dass er noch nicht dort angekommen ist, wo er eigentlich hin will. Und die Frage ist jetzt, was ist die Folge daraus? Was ist das Gegenstück zu dem, was er noch nicht erreicht hat? Das ist das, was diese Aber-Sätze hier zum Ausdruck bringen. Ich laufe auf das Ziel zu und vor allem hier in Vers 13b, ich tue eines. Da wird Bernd nachher noch mal ein bisschen tiefer mit uns einsteigen, deswegen tippe ich das jetzt nur an. Aber ihr merkt hier, wie fokussiert Paulus ist auf diese eine Sache, Jesus mehr zu erkennen. Und wisst ihr, was unser größtes Problem ist? Dass wir überall hinblicken in unserem Leben. Wir haben 1000 Optionen und sind ständig abgelenkt und ständig unruhig. Und Paulus erinnert uns dran und sagt, fokussiert euch auf eine Sache. Und dann sagt er hier, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und das Bild mit diesem Laufen und dem Ziel, das kommt ja aus dem Stadion. Ne? Leichtathletik. Ein Lauf vollenden, das Ziel im Blick zu haben. Ne? Fokussiert zu bleiben auf das Ende und sich nicht ablenken zu lassen. Ablenkung ist eines der großen Probleme in unserer Zeit. Wir sind zu wenig fokussiert auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Paulus sagt, bleibt wie ein Läufer fokussiert. Könnt ihr euch einen 400-Meter-Läufer vorstellen, der in der Kurve noch mal kurz nach hinten guckt? Wisst ihr, was mit dem passiert? Der legt sich auf die Fresse in der Kurve. Ja? So. Der muss einfach das Ziel im Blick halten und Vollgas geben. Und das ist das, was Paulus uns hier mitgeben will. Konzentriert euch nicht auf das, was in der Vergangenheit liegt. Weder das Schöne in der Vergangenheit, noch das Schlimme, Notvolle in der Vergangenheit. Ja, wie gesagt, Bernd wird da noch tiefer einsteigen, aber ich sage das hier schon mal. Das, was in deiner Vergangenheit liegt, definiert dich nicht. Es soll dich nicht blockieren, es soll dich nicht hindern. Manches muss man aufarbeiten aus der Vergangenheit, aber Paulus ermutigt uns zu sagen, guckt auf das Ziel, was vor uns liegt. Folgt meinem Beispiel, ich laufe auf das Ziel zu, ich laufe auf Christus zu, ich bin zielorientiert in meinem Leben. Und deshalb können wir alles, was hier mit Laufen und Ziel zu tun hat, auch gelb markieren, weil das ist die Aufforderung an uns. Ja? Lauft auf das Ziel zu, ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Und dann ist immer die Frage, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt beim Bibelstudium, die Frage ist immer, wie können wir den Anspruch, den die Bibel an uns stellt, wie können wir die Aufforderung, die Gott an uns richtet, wie können wir das erfüllen? Wie machen wir das? Wie bleibe ich fokussiert in meinem Leben? Wie kann ich auf das Ziel hinlaufen? Das ist die Frage, die sich immer stellt, wenn wir was gelb markiert haben. Und da merken wir dann in unserem Text, was uns hilft ist, dass Gott uns einen Zuspruch gibt. Und zwar hier an zwei Stellen, ich weiß nicht, was ihr hier grün markiert habt, ob ihr was grün markiert habt. Grün ist wichtig, denn ich bin ja auch von Jesus Christus ergriffen. Das ist ein Zuspruch. Und ich bin von Gott durch Jesus Christus berufen. Also Gott könnte man jetzt noch rot anmalen und Christus blau, haben wir gesagt. Aber diese zwei grünen Stellen, das ist der Zuspruch Gottes. Das heißt, warum sollte ich alles für Jesus geben? Warum sollte ich auf das Ziel hinlaufen? Warum sollte ich fokussiert bleiben auf Jesus? Warum sollte ich ihm immer ähnlicher werden? Warum sollte ich im Glauben wachsen? Warum sollte ich alles für Jesus geben? Weil ich von Christus ergriffen bin. Also die Aufforderung, die ist verwurzelt im Zuspruch Gottes. Ich habe dich in Christus ergriffen. Christus hat alles für uns gegeben und deshalb können wir alles für ihn geben. Okay, es ist nie umgekehrt. Wir müssen was für Jesus geben und wenn wir dann Glück haben, dann nimmt er uns an und ist ganz stolz auf uns. Es ist immer umgekehrt. Christus hat etwas grün für uns getan, Zuspruch, und jetzt können wir gelb etwas für ihn tun.
Ne? Weil Jesus so fokussiert war auf sein Ziel, weil er auf das Ziel des Kreuzes zugegangen ist, um dort für uns zu sterben. Deshalb kann ich für ihn auf das Ziel zulaufen. Kann ich auf ihn zulaufen. Weil er so fokussiert war, will ich für ihn so fokussiert sein. Das ist immer die Reihenfolge und das sieht man, wenn man den Text anmalt. Der grüne Zuspruch ist die Basis für den gelben Anspruch, um es mal so zu sagen. Also wenn ihr Aufforderungen in der Bibel lest, dann guckt immer auch rein, wo ist der Zuspruch und die Gnade Gottes, die mir hilft, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Das ist das, was man aus den ersten Versen hier im Wesentlichen rausholen kann. Wie gesagt, manches wird Bernd gleich nochmal auf unser Leben konkreter anwenden. Ich springe jetzt nochmal kurz in die Verse 20 und 21 am Schluss unseres Abschnitts heute. Dieser ganze Abschnitt ist ein einziger Zuspruch. Ja? Deswegen können wir da einfach ganz fett mit dem Textmarker einfach komplett einmal grün durchpflügen. Das ist Zuspruch Gottes. Okay, was ist der Zuspruch? Schauen wir uns ein bisschen genauer an. Paulus sagt, erster Zuspruch, wir haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel, erstens. Zweitens, von dort erwarten wir unseren Retter, den Herrn Jesus Christus. Den könnte man jetzt noch ein bisschen blau unterstreichen, dann wird es so ein bisschen farblich Overlap, aber das geht schon alles. Drittens, er, also Christus, unser Retter, wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln. Dritter Zuspruch. Und vierter Zuspruch, er hat die Macht dazu, ganz am Ende Vers 21. Also ein fetter Zuspruch. Und wenn wir jetzt nochmal uns das genauer anschauen, was fällt uns noch auf in diesem Text? Uns fällt zum Beispiel auf, dass hier das Wort dagegen, oh, mein Grün ist weg, das geht gar nicht. So, uns fällt dieses Wort dagegen hier auf, wir dagegen. Und das bezieht sich natürlich hier auf den Text, den ich hier in meinem Skript ausgelassen habe, die Verse vorher. Da haben ja auch einige Fragen dazu gestellt. Die Leute, deren Gott der Bauch ist. Oder wie es dann in Vers 19 heißt, die Leute, die nur nach weltlichen Dingen streben. Das ist der Kontrast zu dem, was Paulus hier im Blick hat. Was bedeutet das? Ihr Gott ist der Bauch, sie streben nur nach weltlichen Dingen. Naja, es geht ihnen nur um Dinge, die mit dieser Welt zu tun haben, nur um das Irdische. Der Bauch, der Körper, die Äußerlichkeit. Und das ist total relevant für uns heute. Ja? Körperkult, wir müssen schön aussehen. Ja? Wir müssen Instagram-like sein. Ne? Es muss nice sein, es muss schön sein. Wir motzen unseren Körper auf im Fitnessstudio und so weiter. Ja? Und das Problem ist, wenn das unser Gott ist, ist ja cool, wenn man einen schönen Körper hat, ja, ist wunderbar. Nur wenn das unser Gott wird, der Gott wird uns nicht helfen, wenn es ans Sterben geht, versteht ihr? Wenn wir auf den Gott setzen, werden wir verlieren. Und Paulus macht hier den Kontrast auf und sagt, seid nicht so auf dieses äußerlich, körperliche, irdische, weltliche fokussiert, sondern auf was ganz was anderes, nämlich darauf, dass ihr ein Bürgerrecht im Himmel habt. Wir sind als Christen, wenn ihr an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, nicht in erster Linie Bürger dieser Welt, Bürger von, weiß ich nicht, Schwaben, Hamburg, Erfurt, keine Ahnung, sondern Bürger des Himmels. Also wir sind eigentlich keine Einheimischen hier, sondern wir sind eigentlich Einheimische im Himmel, nur vorübergehend hier in der Fremde. Also wenn ihr euch in dieser Welt manchmal fremd fühlt, würde Paulus sagen, ist völlig normal. Weil unsere eigentliche Heimat, unser Heimatland im Himmel ist, das ist das Erste, was er hier ausdrücken will. Und dann will er ausdrücken, wir sollten jetzt schon so leben, als würden wir im Himmel sein. Also der himmlische Lifestyle, der soll uns jetzt schon prägen, der soll sichtbar werden in unserem Leben. So dass Leute uns begegnen und sagen, du bist nicht von hier, oder? Versteht ihr? Weil wir ein bisschen anders sind. Natürlich sagt Paulus auch, wir leben mitten in dieser Welt. Wir sollen uns jetzt nicht zurückziehen ins stille Kämmerlein. Wir leben in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz, in dieser Welt. Aber anders, sodass Leute sagen so, hey, irgendwie, du bist ein bisschen fremd, du bist ein bisschen strange. Lasst uns bewusst an manchen Stellen strange sein für Jesus. Fremd sein in dieser Welt und nicht so einheimisch, dass man überhaupt keinen Unterschied mehr erkennen kann. Das ist das, was hier drin steckt in diesem Bürgerrecht im Himmel. Und Paulus sagt, von dort
wird unser König kommen. Den erwarten wir. Und der wird uns, das ist das Nächste, was uns hier auffällt, habt ihr vielleicht umkringelt, es ist der Retter. Ja? Und hier Jesus Christus, da könnte man dann nochmal blau machen, um deutlich zu machen, wir erwarten unseren Retter. Und jetzt ist meine letzte Frage für heute, vom Text her, wie sieht diese Rettung aus? Was für ein Retter ist es? Wie rettet der? Ne? Könnte man jetzt einen riesen Fass aufmachen, kann man theologisch sehr, sehr viel dazu sagen. Uns geht es aber darum, was sagt der Text darüber aus, über diese Rettung? Und da fällt mir auf, diese Rettung wird in Vers 21, deswegen mache ich hier einen Pfeil, die wird in Vers 21 näher definiert. Die Rettung sieht so aus, dass der König, unser Herr Jesus Christus, wiederkommen wird und wird unseren unansehnlichen Leib verwandeln. Ja? Paulus sagt, wir haben einen unansehnlichen Leib. So, das können wir Älteren ein bisschen besser nachvollziehen als ihr. Ne? Ihr seht wunderschön aus, ganz ehrlich. Ja? Aber der Punkt ist folgender. Ne? Und unser Leib, der hat schon, ne? Da gibt es da mal irgendwelche Pickel und kleinere Dellen und ein kleines Bäuchlein und keine Haare mehr. Manche haben auch ein kleines Bäuchlein und keine Haare mehr. Und der Punkt ist, okay, wir sind jetzt noch relativ ansehnlich, ne, aber irgendwann wird unser Leib, das wird einfach schrumpeln und da wird Krankheit kommen und die Sterblichkeitsrate, ich habe das nochmal nachgerechnet, ist immer noch 100%. So. Irgendwann ist Ende, dieser Körper ist unansehnlich und jetzt sagt Paulus, die Rettung besteht aber darin, dass der unansehnliche Leib, und hier wird er dreimal, na, das habt ihr umkringelt, Leib, es geht um den Körper. Das bedeutet, wir werden, wenn Jesus wiederkommt, nicht alle irgendwie zu so einem Geistwesen verwandelt werden, alle gleich aussehen, auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Wenn ihr euch so den Himmel vorstellt, vergesst es, in dem Himmel möchte ich gar nicht sein. Aber was Paulus sagt, ist, er wird meinen unansehnlichen Leib verwandeln in einen herrlichen, das ist der Kontrast hier, herrlich. Das Unansehnliche wird herrlich, es wird so sein wie der Auferstehungsleib von Jesus. Und wie war der nach der Auferstehung? Jesus konnte Fisch essen, aber er konnte auch durch Wände gehen. Ja? Wie krass ist das? Aber es war immer noch Jesus, versteht ihr? Und ich werde immer noch Philipp sein, aber mit meinem Upgrade-Leib. Ja, mein Körper 2.0, ohne Dellen, weiß nicht, vielleicht mit mehr Haare. Aber ich werde immer noch Philipp sein und Jasmin wird Jasmin sein und Kim wird Kim sein. So, aber halt in der Upgrade-Version, als leibliche Wesen in Gottes neuem Reich. Und Paulus sagt, das ist unsere Hoffnung und darauf fokussieren wir uns. Und es gibt einen grandiosen Vers im Matthäus-Evangelium, Matthäus 13, Vers 43, da steht, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. So herrlich wird unser Leib sein. Das ist unsere Hoffnung, das ist das Ziel, auf das wir zulaufen, mit aller Macht, auch wenn es hart ist, ne? Weiß nicht, wer von euch schon mal einen Marathon gelaufen ist, ne? Ich nicht, aber ich habe mir sagen lassen, da gibt es so Punkte, wo man einfach sagt, oh, ich steige aus, so. Was mache ich hier eigentlich? Und Paulus sagt, weiter. Ne? Leben für Jesus ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich und das ist unser großes Ziel. Und das Coolste ist ganz am Ende, und da könnte man wirklich nochmal schön mit einer blauen Farbe einfach Christus highlighten, er Christus hier unten. Ah, das geht jetzt nicht. Stellt euch das einfach mal blau vor. Ne? Er hat die Macht. Das heißt, es ist kein leeres Versprechen. Hey, vielleicht werde ich euren Leib verwandeln, so wenn ich gerade gut drauf bin oder wenn ich gerade die Power dazu habe, sondern Jesus sagt, ich habe die Macht. Paulus sagt, Jesus hat die Macht. Er wird es tun, definitiv. Ihr könnt euch drauf verlassen. So, wir kratzen immer noch nur an der Oberfläche, aber das ist in Ansätzen das, was in diesem Text drin steckt. Und ich entlasse euch jetzt nochmal in ein paar Minuten persönliche Reflexion an euren Tischen mit zwei Fragen. Ihr könnt euch eine aussuchen, wenn das jetzt too much auf einmal ist, aber ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, sorry. Ich gebe euch die zwei Fragen mit, das sind Anwendungsfragen. Das ist jetzt die Frage, was hat dieser Text mit deinem Leben zu tun? Könnt euch vielleicht mit einer Person am Tisch auch drüber austauschen, wenn ihr wollt. Die Fragen stehen auch hier vorne nochmal auf dem Slide. Erste Frage, welche eine Sache kann ich in meinem Leben anpacken oder verändern,
um dem nachzujagen, was am allerwichtigsten ist. Was könnte ich konkret anfangen zu tun, um Gottes Ziel für mein Leben im Blick zu behalten? Oder womit sollte ich aufhören, weil es mich beim Laufen behindert, weil es mir den Fokus nimmt beim Laufen? Ja, eine sehr persönliche Frage, aber lasst die mal an euch ran, ist wichtig. Und oder zweite Frage, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich ständig vor Augen hätte, dass mein Bürgerrecht im Himmel ist und dass Jesus, mein Retter, meinen unansehnlichen Leib einmal verwandeln wird? Wie würde dann mein Leben aussehen? Ja? Stellt euch eine dieser Fragen oder beide jetzt in den nächsten paar Minuten und nehmt auch die Fragen dann gerne mit in den Rest des Tages, in die Zeit nach dem Christival. Na, noch ein bisschen persönliche Zeit jetzt und dann wird Bernd uns nochmal sehr pointiert in die Anwendung dieses Textes für unser persönliches Leben mit reinnehmen. Thank you.
Hey, es ist richtig spannend zu hören, was für Diskussionen ihr an euren Tischen führt. Führt diese Gespräche gerne nach der Veranstaltung weiter. Ich liebe diese letzte Aufgabe, weil ich es so wichtig finde, nicht nur einfach einen Text in der Bibel zu lesen, sondern danach auch in Austausch und ins Gespräch zu treten darüber, was könnte dieser Text mir konkret sagen und konkret für mein Leben bedeuten. Wie kann ich die Worte, die ich hier in Gottes Wort lese, auch konkret in meinem Leben umsetzen? Und wie das bei Bernd aussieht und was der Text für sein Leben bedeutet, wird er uns jetzt in einem Abschlussimpuls weitergeben und ich freue mich drauf. Das solltet ihr mal ganz genau überlegen, ob ihr im Vorfeld applaudiert oder nicht. Ja. Ja. Also, ich finde ja, Philipp hat ja richtig ein Feuerwerk abgelassen. Jetzt ist die Frage, was noch kommt. Es kommt ein Impuls, wo ich persönlich hängen geblieben bin und wo ich glaube, dass der eine oder andere von euch vielleicht auch hängen geblieben ist. Und zwar Vers 13. Philipp hat es ja ungefähr 14 Mal erwähnt, von daher wisst ihr schon, um was es geht. Ich tue nur eines. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jetzt weiß ich nicht genau, ob es euch so leicht fällt, nur eines zu tun. Gell? Man könnte ja sagen, Paulus ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Monotasking war gestern, heute ist Multitasking. Und wir kriegen das ja auch gut hin. Gell? Wirklich? Ich finde ja, Paulus hat uns in einer Sache ein richtiges Stück voraus. Dass er es wohl irgendwie gelernt hat, okay, man kann jetzt sagen, in der Antike, da gab es halt nicht so viel Ablenkung und eine Gefängniszelle sowieso nicht, hat er irgendwie gelernt, sich zu konzentrieren und sich nicht so leicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Dingen oder irgendjemand, der um einen herumschwirrt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, gell, ob ihr eher euer Handy im Griff habt oder euer Handy eher euch. Überall kommt so ein Klingelton her und macht dir deutlich, du bist wichtig. Du bist gefragt. Hurra! Oder mal wieder ein Like. Und dann fühlst du dich gleich wieder ein bisschen besser. Ist es aber wirklich so, dass du dich besser fühlst, so nachhaltig und vor allem auch fokussierter für das, was du in deinem Leben so wirklich verfolgen möchtest? Paulus zeigt uns zwei Schritte auf, wie es gelingt, fokussiert zu leben und sich nicht von allem und jedem jederzeit ablenken zu lassen. Der erste Schritt nennt er die Vergangenheit loslassen. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Wie vergesslich bist du? In einer Skala von 1 bis 10. Wie vergesslich bist du? Okay, ich glaube bei 1. Also ich habe bewusst 0 nicht gewählt, weil es immer mehr da, als man denkt. Ja? Naja, also es geht jetzt weniger um das Wissen, ja, das du dir vielleicht irgendwann mal angeeignet hast oder mühsam Professoren wie Philipp euch versuchen beizubringen, sondern es geht eher darum, wie vergesslich du in Bezug auf Ballast bist, den du da so in der Vergangenheit angesammelt hast. Es gibt nicht wenige, die haben einen fetten Rucksack voll im schlechten Gewissen bei sich. Und mir ist auch schon aufgefallen, der ein oder andere auch hier in Erfurt beim Christiwerk. Denen fällt es verdammt schwer, irgendwie damit klarzukommen, dass sie in ihrem Leben mal versagt haben und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Oder denen fällt es verdammt schwer, anderen die Schuld zu vergeben und die tragen lieber selbst nach. Deutsche Sprache sehr toll, nachtragen. Merkt ihr was? Egal, ob du an deiner eigenen Schuld hängen bleibst oder an der Schuld anderer, das macht dein Leben nicht frei und nicht leichter. Weiß ich, ob jemand von euch Prokrastination kennt. Wer hat denn heute früh schon prokrastiniert? Ja, wie hast du prokrastiniert? Indem du dich nochmal umgedreht hast und gedacht hast, wenn der Wecker klingelt, 5 Minuten gehen nochmal. Okay, das ist auch nicht schlecht. Da sind die Duschen vielleicht auch freier. Ja, von daher, okay. Also ihr wisst schon, Prokrastination hat sowas mit dem zu tun, dass ich Dinge aufschiebe, die irgendwie wichtig sind und schnell erledigt werden sollten, aber wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich schiebe das lieber auf die lange Bank. Studien haben herausgefunden, dass Prokrastination Hochkonjunktur in der Postmoderne erlebt. Und zwar nicht, weil wir so viele Dinge gleichzeitig erledigen müssen und weil es so viele Angebote gibt und ich mich gar nicht entscheiden kann, was ich wann jetzt schnell tue, sondern weil viele Leute Angst haben vor dem Versagen.
Bevor Sie überhaupt irgendwas machen, machen Sie lieber nichts. Sie könnten es ja falsch machen. Kann ja sein, du fühlst dich angesprochen. Es gibt viele Leute heute, die haben Angst vor dem Scheitern, weil es Stimmen in ihnen gibt, die sagen, du kannst doch gar nichts. Du bist ein Versager. Es war gar nicht gut, dich in diese Welt zu setzen. Und diese Stimmen der Vergangenheit können zu kleinen Diktatoren in deiner Seele werden, die dir den Takt blasen oder den Marsch oder den Takt vorgeben und sagen, du bist nicht genug und dich total verunsichern. Ich vergesse, was hinter mir liegt, kann heißen, ich definiere mich nicht über diese Stimmen. Ich definiere mich nicht darüber, was in der Vergangenheit war, welche Menschen was über mich gesagt haben oder wo ich schuldig geworden bin an anderen oder Menschen an mir. Ich verharmlose jetzt nicht Schuld. Nein, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass ich mit Schuld, die Schuld von mir und von anderen, nie alleine fertig werde. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass Schuld so vernichtend sein kann, dass ich nicht alleine damit klarkomme, dass es nur einen gibt, der damit klarkommt. Ich lade dich ein, von diesen Tagen hier in Erfurt nicht nach Hause zu gehen, ohne deinen Ballast abzugeben. Es gibt einen wunderbaren Space Presence in Halle 3. Da gibt es ein Kreuz direkt in der Mitte. Da soll symbolisieren, um was es bei diesem Christival geht, nämlich um den Namensgeber des Christivals, Christus. Und ich lade dich ein, dass du einen ersten Schritt tust. Ja, damit ist nicht alles gut, aber es ist der entscheidende Schritt, dass du Ballast dort an diesem Kreuz lässt, bitte, für dich. Und wenn das nicht reicht, das reicht manchmal nicht, dann gibt es wunderbare Mitarbeiter dort in diesem Raum. Es gibt auch einen wunderbaren Gebetsweg, wo man in Gebetsstationen das auch symbolhaft loswerden kann oder mit Menschen reden kann. Und es gibt hier auch Menschen, der ansprechbar, die sind für dich da, genau für diese Themen. Ich möchte an dieser Stelle ein Beispiel sagen aus meinem Leben, das sehr persönlich ist und das dramatischer klingt, als es ist, weil jetzt ist es gut. Aber ich will dir das sagen, damit du weißt, hier steht keiner, der als Blinder von der Farbe spricht. Jetzt bin ich ja eher einer von den Älteren hier im Raum. Man glaubt es nicht, man sieht es auch kaum. Ich weiß, ich bin nicht der Älteste, weil irgendein alter Freund sitzt hier hinten auch. Ja, der ist wahrscheinlich wegen euch gekommen. Ich bin in den 70er Jahren geboren, kaum zu glauben, wie viele eurer Eltern wahrscheinlich. Und das ist so gewesen, dass seit 74 man in Deutschland abtreiben darf. Und ein paar Jahre später bin ich gekommen. Und mein Vater wollte das nicht. Und ich war nicht geplant. Und ich stehe hier, genau genommen, weil meine Mutter das wollte. Mein Vater wollte es nicht. Er hatte überlegt, mich abzutreiben. 2 Jahre, nachdem man das in Deutschland tun durfte. Und ich hatte lange Zeit bis in euer Alter oder viele von euch in diesem Alter überlegt, hey, was hat mein Vater gegen mich? Ich konnte dem nie genug sein. Nie gut genug. Ich konnte gar nichts recht machen. Ich war eigentlich ein Fehler. Und irgendwann mal, fast auf seinem Sterbebett, hat er mir das erzählt. Nach vielen Jahren, wo unser Verhältnis deutlich besser geworden ist, hat er mir erzählt, 21 Jahre war ich damals, dass er eigentlich mich abtreiben lassen wollte. Und dann habe ich vieles verstanden, warum sein Verhalten so war und warum ich vor allem manche Verhaltensmuster so generiert habe. Ich musste immer der Klassenclown sein. Logisch. Zu Hause wurde ich ja nicht wahrgenommen. Und wisst ihr, ich habe von Christival 96 erzählt, das ist lange her. Das war 2 Jahre, nachdem ich Christ geworden bin. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden und ich sage euch, in so Events wie Christival oder damals, als ich mein Leben bei Jesus festgemacht habe, habe ich die Release-Party meines Lebens gefeiert. Weil ich plötzlich gemerkt habe, egal was andere Menschen sagen, wie sie mich definierten oder wie sie mich haben wollten oder auch nicht, bei Gott bin ich gewollt, geliebt und wertvoll. Und dort kann meine Vergangenheit heilen.
Und das sage ich euch, weil ich auch ein Päckchen habe. Und das ist nicht gerade klein. Und ich sage euch, jede Vergangenheit kann heilen bei Jesus. Ich lade dich ein, geh dorthin. Heute zum Menschen, der ansprechbar oder in Space Presence und lass deine Ballast, deine Blockade dort liegen. Ein zweiter Punkt ist Paulus wichtig, das ist das eine, die Vergangenheit lassen. Und das andere ist, das Ziel im Blick haben. Wie ist das bei dir? Was ist dein Ziel? Wofür lebst du? Was treibt dich an? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter würdest du deinen Namen schreiben? Was ist das, das unüberbietbare Ziel in deinem Leben? Okay, jetzt sind wir ja unter uns, gell? Und unter Christen sagt man ganz schnell Jesus. Das hat man schon in der Jungscha gelernt. Auf alle Fragen ist eigentlich die richtige Antwort Jesus. Paulus bleibt nicht ganz so allgemein. Er konkretisiert seinen Wunsch. Mein tiefster Wunsch ist verbunden sein mit Jesus. Ganz ehrlich, mir fällt das nicht immer so leicht, als Christ zu leben und verbunden mit Jesus zu bleiben. Warum? Weil nicht jeder Tag Christiwell ist. Weil nicht jeder Tag irgendwie von so einem geilen Festival irgendwie geprägt ist wie hier. Und weil es nicht immer so einen hippen Lobpreis gibt und tolle Gottesdienste. Im Gegenteil. Das sind eher die seltenen, schönen Highlights in meinem Leben. Die Challenge des Christseins ist, im Grunde des ganzen Lebens ist, sich im Alltag zu bewähren. Nicht die Highlights sind entscheidend, das ist easy, das kann jeder. Die Lowlights, in den Lowlights bewährt sich dein Glaube und dein Leben. Der Abstieg in den Alltag, also morgen, das ist so, der morgige Tag. Wenn du von dem Gipfelerlebnis Christiwell nach Hause gehst, wird sich zeigen, was dir wirklich wichtig ist und wie fundiert dein Glaube ist. Worauf dein Leben wirklich ausgerichtet ist und welche Position Jesus in deinem Leben einnimmt. Martin Luther hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und dein Herz kannst du an alles hängen. Man könnte auch sagen, woran du frühmorgens denkst, wenn du aufstehst und spätabends, wenn du dich zu Bett legst, das ist dein Gott. Ich frage dich, was ist denn so dein erster Tagesgedanke und dein letzter? Ich möchte euch zum Abschluss zwei Möglichkeiten aufzeigen, wie man als Christ leben kann. Ihr habt das ja schon gemerkt, gell? Das Rad durchzieht sich so durchs ganze Christiwell, nicht nur, weil es irgendwie das Wahrzeichen von Erfurt ist, sondern weil es auch das Symbol war der Christen in Philippi und ich habe auch ein Rad mitgebracht. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dein Leben als Christ gestaltest. Ich gehe davon aus, zu deinem Leben gehören ganz verschiedene Lebensbereiche, wie zum Beispiel Beruf oder Schule, je nachdem, wie alt du bist, Freunde, Freizeit, Geld, ich wünsche es dir, dass du ein bisschen was hast, oder Besitz. Familie, wir haben heute über Körperkult gesprochen, Gesundheit ist wichtig und Glaube Jesus. Und jetzt ist es bei dem Lebensrad so, gell, das seht ihr schon und das ist auch nicht zufällig, dass das Segment, wo Jesus drinsteht, das Größte ist. Und jetzt kann man sagen, wunderbar, das ist doch super, Jesus muss irgendwie den größten Platz in meinem Leben einnehmen. Dieses Lebensrad suggeriert nur eventuell, dass du in der Gefahr stehst, ein Doppelleben zu führen. Beim Christiwell, da singst du groß fromme Lieder und auf der Schulbank verstummst du. Weil irgendwo in deinem Leben, ja, bist du natürlich Christ, aber das hat nicht unbedingt vielleicht große Auswirkungen auf das, wie du dich in der Schule verhältst oder wie du mit Freunden umgehst oder wie fair du mit Geld umgehst. Wie dir Werte wichtig sind. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, als Christ zu leben. In diesem Lebensrad gibt es auch all diese Bereiche, die hoffentlich dein Leben erfüllen. Familie, Freunde, Schule,
Beruf, Geld, Gesundheit und auch Jesus, das Kreuz in der Mitte. Der Unterschied von diesem Lebensrad zum anderen ist, dass Jesus gar so viel Platz eigentlich einnimmt. Aber er nimmt den richtigen Platz ein. Weil er die Möglichkeit hat, alle deine Lebensbereiche zu beeinflussen und zu heilen, gesund zu machen. Glaubt mir, wir sprechen ja nicht von einem grausamen Despot, der alles kontrollieren möchte und dein Leben niedrig halten möchte. Nein. Der dein Leben und alle deine Lebensbereiche freisetzen möchte. Es ist entscheidend, an welcher Stelle du Jesus in deinem Leben setzt. Und ich lade dich ein, dass du ihn ganz in die Mitte nimmst, damit er alle deine Lebensbereiche durchflutet und heilen kann und beeinflussen kann und gut machen kann. Ich ermutige dich, dass du im Alltag Zeiten der Gottesbegegnung hast, wo du ganz bewusst diesem Jesus begegnest und immer wieder dir das bewusst machst, dass das heute der entscheidende Punkt ist, dass du mit Jesus unterwegs bist. Nicht, dass Jesus es bräuchte, der ist immer da, aber ich bin selten zu Hause. Und mach mir das bewusst, Jesus ist die Mitte meines Lebens und von ihm heraus möchte ich diesen Tag gestalten. Und jetzt lade ich dich ein, wenn die Band nach vorne kommt, dass du jetzt schon Jesus begegnest, indem du ihn anbetest mit Lobpreisliedern. Und du kannst in dieser Zeit auch eben schon überlegen, ob du auch zu einem Mitarbeiter gehen möchtest, dich vertraulich an sie wenden möchtest und diese Menschen beten für dich. Du kannst auch ganz konkret etwas benennen, was dich belastet oder blockiert. Ich lade dich ein, nütze diese Stunden noch hier in Erfurt, das zu tun. Ich danke euch. Hey, voll gut. Boah, das war echt ein cooler Morgen. Erst tief ins Wort Gottes eingestiegen, das Wort Gottes studiert und dann noch so einen guten Impuls gehört. Danke, Bernd, das war echt eine starke Message. Richtig cool. Das ist echt was, womit es anfängt, zu Schuld erkennen, bekennen und umkehren zu Christus und ihn in die Mitte des Lebens zu stellen. So gut, danke. Und auch danke an Philipp, das war echt, es ist so wertvoll, tief ins Wort Gottes einzusteigen, weil wir wirklich nur durch tiefes Bibellesen rausfinden, wer Jesus wirklich ist. Danke dir nochmal. Richtig gut, echt. Hey, nimmt es gern mit nach Hause, nimmt es wirklich, was ihr heute gehört habt, lasst es wirklich nochmal tief in eure Herzen fallen, wirklich. Kommt nach Hause, studiert das Wort weiter. Wir haben euch den Anfang mitgegeben, aber ihr müsst nach Hause gehen und das wirklich weitermachen. Das ist so wichtig, nicht aufzuhören jetzt, sondern wirklich zu sagen, okay, ich entscheide mich heute dafür, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren und wirklich das ernst zu nehmen. Wir glauben wirklich, dass die Bibel wirklich nicht nur Menschenwort ist, sondern das Wort Gottes ist, von Gott inspiriert, dass es heilig ist, dass es von Jesus kommt. Und deswegen lasst uns wirklich die Bibel ernst nehmen, sie studieren, sie lieben, eine Liebe zur Bibel entwickeln und ja, voll gut. Yes, und ihr dürft es gern auch mitnehmen mit nach Hause. Mich hat es gerade so berührt, beim letzten Lied euch zu beobachten und zu sehen, wie ihr dasteht und mit ganzem Herzen Gott lobt. Und es ist so ein Potenzial, was hier in diesem Raum steckt. Und wie cool wäre das, wenn ihr von diesem Christi-Will weggeht und euren Freunden, euren nichtchristlichen Bekannten, Freunden, Familie davon erzählt, was ihr hier mit Gott erlebt habt und das nicht für euch behaltet, sondern anfangt auch mit Freunden gemeinsam die Bibel zu entdecken und ihnen Jesus zu zeigen. Und um das zu machen, dürft ihr all eure Materialien, die ihr hier gefunden habt, die ganzen Lesezeichen, die Stifte, hier hinten gibt es einen Büchertisch, da gibt es noch ganz viel Material, das muss alles weg. Es darf nichts übrig bleiben, also nehmt wirklich großzügig mit für all die Freunde in eurem Umkreis, wo ihr sagt, hey, die sollen Jesus kennenlernen, das sind hoffentlich alle. Wenn ihr noch Fragen habt, die jetzt unbeantwortet geblieben sind während der Veranstaltung, werden Philipp und Bernd hier vorne weiter sitzen bleiben und euch Rede und Antwort stehen. Also ihr könnt gerne nach der Veranstaltung nach vorne kommen und die beiden noch persönlich fragen. Es gibt heute Nachmittag auch ein Space Theologie hier in diesem Raum.
Unter anderem werdet ihr da die Möglichkeit haben, Theologen zu löchern mit all den Fragen, die ihr habt zu Glauben, zu Gott. Und das Beste ist, sie müssen euch innerhalb von 60 Sekunden antworten. Also sie werden auf so einen heißen Stuhl gesetzt, ihr könnt all eure Fragen loswerden und sie müssen euch ganz schnell eine Antwort geben. Also es wird richtig cool, Plätze sind noch frei, seid dabei. Hier hinten stehen Menschen in weißen T-Shirts, das sind die Leute aus dem Team Ansprechbar. Die werden auch für Fragen und für Gebet jetzt gleich im Anschluss für euch da sein. Nutzt das wirklich, was Bernd jetzt auch gesagt hat, hey, wenn gerade was hochgekommen ist, wo ihr sagt, hey, ich will meinen Ballast wirklich abgeben und ich will das nutzen, dass hier Menschen sind, die mich segnen, die für mich beten. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, das wirklich in Anspruch zu nehmen und zu ihnen zu gehen. Genau, wir haben noch Bücher da hinten, die könnt ihr euch gerne angucken, manche haben schon einige mitgenommen. Da hinten links findet ihr auch noch einen Büchertisch, da findet ihr die induktive Studienbibel, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ich arbeite auch voll gerne mit der zu Hause. Ist eine sehr große Bibel, die ist nicht zum Mitnehmen, aber guckt euch die gerne an und überlegt euch, ob ihr euch die vielleicht zulegen wollt, um tiefer die Bibel zu studieren. Genau. Yes, es wurde jetzt schon ganz viel Danke gesagt, danke auch an die Technik und an alle Menschen, die im Hintergrund dabei waren. Yes, ohne euch wäre das alles nicht möglich und danke auch an Danny. Danny ist dafür verantwortlich, dass wir den besten und coolsten Raum auf dem ganzen Christival bekommen haben. Danke Danny, dass wir in diesem Raum sein dürfen. Und nicht zuletzt danke natürlich auch an unsere wunderbare Band, Chris und Henny mit Band. Die beiden wollen ein Album rausbringen jetzt in diesem September. Und wenn ihr sagt, ich möchte euch unterstützen und eure Mucke ist einfach richtig geil, dann folgt ihnen doch auf Instagram bei Chris und Henny. Danke euch. Es war richtig schön mit euch und ich fände es richtig cool, wenn wir zum Abschluss alle gemeinsam aufstehen und das Vaterunser beten als Zeichen unserer Einheit. Vater unser im Himmel. Amen. Danke, dass ihr dabei wart. Seid gesegnet und feiert das restliche Christival und Jesus. Ciao.